Nein, ich will jetzt nicht wechseln. Lass mich in Ruhe. Oh. Ey, das ist ja schlimmer als Windows. Ja, 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 ja. Nein, das wollte ich gar nicht. Ja, ja, ja. Nein! So, MB Crab mitnehmen. Teratox ablegen. Lunterion ablegen. Mic Drop ablegen. Aeron ablegen. Mitnehmen. Quapsle. Mitnehmen. Return. Mitnehmen. Zubat. Mitnehmen. Kokuna. Sind wir jetzt schon voll? Ich weiß gar nicht. Ich habe gerade aufgehört zu zählen. Kann keine mehr. Okay. Ja, ist gut. Du musst doch nicht immer über 3 Zeilen sein, Junge. Über 6 sind sie in dem Fall. Ja, ich bin einverstanden. Nein, ich will nicht im Boxer. Oh, merkst du das? Du klickst eigentlich nur noch genervt alles weg und dann. Ah, wie bei Windows! Alter. Jetzt mit Konzentration, warte. Weißt du, da kommt ja auch kein Feedback. Du bist denn einfach drin oder nicht? In der Box ist kein Platz, na siehst du mal. Box wechseln. Hätte ich doch nur 2 ablegen müssen, scheiße. So, mal gucken, wen nehmen wir denn jetzt mit? Also als nächstes hätte ich gerne einmal... Mic Drop. So, dann würde ich gerne Aeron mitnehmen. Gefolgt von Mew. Im Anschluss, nein, bloß nicht. Teratox. Und... nichts vergessen, Lunterion. Nein, ich wollte auch nochmal an meinen PC. Das wird gerade wieder eine Organisationsfolge. Siehst du, wieder einmal zu viel A gedrückt. Ablegen. Nein, oh. Ey, bei jedem Scheiß fragst du 3-mal nach. Aber wenn ich das Fahrrad habe, okay. Warum nicht? Kann ich verstehen. Jeder will sein Fahrrad loswerden. Warum nicht? Scheiß auf den Liftöffner. Silphscope brauche ich jetzt erstmal auch nicht. Ich finde sie denn, wie, ich kann es nicht ablegen. Ist ein Basis-Item. Na super. Kannst mich mal. Calcium braucht kein Schwein. AP Plus ebenso nicht. Ich sehe gerade, ich hatte 2 Calcium dabei. Wie lange habe ich. Was? Ich kann nur ein Calcium ablegen? Was soll der Scheiß denn? Jetzt ist meine Boxbox voll oder was? Das musst du dir mal reinziehen. Meine Boxbox ist voll. Wie kann denn meine Boxbox voll sein? Gib mal die 4 Nuggets her. Da kannst du aber wetten, dass ich die gleich loswerde, aber richtig, du. Okay, meine Boxbox ist voll. Warum auch nicht? Meine ist halt meine Boxbox voll. Denn warum sollte in meiner Boxbox genug Platz sein, um irgendwelche Items zu storen? Das wäre ja total... Warum? Ist ja die Boxbox, ne? Die braucht ja keiner.
Ey, zum Glück hat sich die Rechenleistung in den letzten Jahren exponentiell erhöht. Und die Speicherleistung vor allem. Heutzutage kann ja alles mit sich rumschlecken. Ist vielleicht ein bisschen unrealistischer, aber ist mir egal. Ich meine, kann das. So, Pokéball an die Stelle. Detektor an die Stelle des Münzkorbes. Der Münzkorb an die Stelle des Fahrrades. Und zwar, damit das Fahrrad wieder ganz oben ist. Mit eines der besten Features, die eingeführt wurden jemals bei Pokémon, waren dann so Sachen wie, du kannst die Boxen, also die Pokémon in den Boxen hin und her schieben. Einfach nur hin und her schieben. Nicht großartig irgendwelche Blödsinn machen, einfach nur hin und her schieben. Ich verkaufe doch nicht das Fahrrad, du Depp. Protein. Ich verkaufe jetzt den ganzen Doping-Kram, weil ich ihn sowieso nie benutzen werde. Würde ich zwar nie machen, nur heutzutage eigentlich, aber das Spiel zwingt mich gerade dazu. So, jetzt habe ich 2, 3 Hyperbälle, die dürften vielleicht für ein paar Momente reichen. Gut, ich hätte jetzt vielleicht nicht mein ganzes Geld ausgeben sollen, aber... egal. Wir kriegen eh bald Neues. So, wie viele Viecher fehlen uns jetzt eigentlich noch? 6. Und es ist... ein Taubsi. Einmal Rückzug, einmal Rückzug. So, ich... stimmt ja. Wie konnte ich nur? Ich habe etwas gefunden und es ist ein... Ditto? Ich hatte irgendwie den Eindruck, die wären selten, aber offenbar habe ich mich da geirrt. Echt? Das wird jetzt auch noch ein Spa über mehrere Runden? Nee, sehe ich nicht so. Okay, offenbar doch. Das Spiel kann ich aber auch zu zweit spielen. Was? Scheiß Ditto. Was in jeder Höhle, wäre ich jetzt von 500 Zubats überfallen worden. Aber hier kann ich einfach im Kreis drehen und es passiert nichts. Duflo oder Blutzug suchen wir gerade. Duflo oder Blutzug. Nichts von euch. Oh, welche Überraschung. Ich hätte das ja nie gedacht. Na, immerhin. Wahrscheinlich wird Aaron sowieso gleich am Gift draufgehen, wenn ich noch dreimal im Kreis drehe. Halt Blutzug. Wieso habe ich den Eindruck, der Ruckzugtrieb wird jetzt ein Volltreffer? Spiel, fällt's immer wieder auf mich rein. So oder so hätte ich gewonnen. So, Item, Pokéball. Komm zu mir. Noch 5. Blutzug, Insekt, 1 Meter, 30 Kilo, dieses Pokémon habe ich vergessen. Es frisst Insekten und wird von Licht angezogen. Oh ne, kein Spitzname.
fehlt uns immer noch ein Duflor. Okay, es muss noch irgendwo einfachere Viecher zu fangen geben, oder? Ich gehe das mal von hinten an, ja? So, Dartini, Mew haben wir, Relaxo. Das könnte ich, das wird abenteuerlich. Flamara, Blitzer, Aquana. Ja, ein Stein und ich hätte es. Carpador, Gyarados. Sterndu. Seeschauminsel, ja. Seeper. Seeschauminsel. Angela. Muss ich auch surfen können. Chanera, Rion, Smogon. Alles nicht in der Nähe von. Oh wei, könnte ich mir einsammeln? Aber Dudu gab's doch theoretisch genau da. Gehe ich jetzt die einfacheren Viecher suchen. Aaron, flieg dich mal bitte ins Krankenhaus. Das ist ja erbärmlich, was du schon wieder abziehst. Dann kriege ich eventuell noch einen Lapras von dem einen Heini, aber ich hätte gerne vorher den EP-Teiler, also fällt die Variante also weg. Mal gucken, Dodo, Owei. Eventuell ein Enton. Mal gucken, was wir jetzt zuerst finden. Wahrscheinlich wird es erstmal wieder ein paar Radikals geben. Und es ist ein Radikal. Ah ne, nur eine Hackfresse. Vielleicht finde ich ja sogar einen Ibitak. Da wirst du aber gucken, wa? Wenn ich auf einmal einen Ibitak... ne? Dann ist aber... Seid sie da? Sind sie da? Wollten sie da gewesen sein? Du bist kein Ibitak. Soll ich nachgucken, ob es hier einen Ibitak gibt? Bevor ich hier ewig Ibitak rufe und überhaupt kein Ibitak existiert? Wäre vielleicht schlauer. Ich glaube, ich bin schon vorbei, oder? Da ist er ja, Ibitak-Gebiet. Nö, hier gibt's auch Ibitaks. Dann will ich jetzt einen Ibitak oder einen Dodo. Am besten beides. Ich sag dann Ibitak oder einen Dodo. Am besten beides. Nicht die halbe Portion aus beiden. Habitak, was habe ich dir gesagt? Über Angriffe überleben sollst du nicht machen, weil das gibt nur auf die Fresse danach. Oh, ein Glück finden wir den vor dem Dodo. Denn der ist, glaube ich, eindeutig komplizierter zu finden. Hallo, Ibitak. Rockzucki, wehe, du stirbst. Volltreffer. Oh, er rächt sich, der Wichser. Na, pass auf, du Penner. Haha! Oh ja, heul nur noch. Heul nur. Das würde nichts nützen. Was? Ich meine, ich muss gerade Pokéball verschwenden, aber was? Geht doch. Wunderbar. Ibitak wurde gefangen. Ibitak. 1,2 Meter, 38 Kilogramm mit seinen riesigen Flügeln kann dieses Pokémon nahezu pausenlos in der Luft bleiben. Möchtest du Ibitak ein? Nö. Das ist gerade Massenabfertigung, da fließt keine Liebe in die Pokémon-Namen. Ein Dodo wäre so viel geiler gewesen, aber okay. Gibt's ja nicht auch Dodris? Thank you.
Nee. Okay. Also bitte ein Dodu. Du bist schon zwei Hälse, ein komischer, pummeliger Federknoll als Körper. Genau das. Danke. Mensch, Spiel, du kooperierst ja heute richtig gut. Ruckzucki, Volltreffer. Kooperation. Ich habe den Eindruck, er will gefangen werden. Wenn der Heuler fehlschlägt, dann... Also erstmal, dass es nur ein Heuler ist und dann schlägt er auch noch fehl. Wunderbar, Dodo wurde gefangen. Dieses Pokémon gleicht mangelnde Flugfähigkeit durch ein hohes Tempo beim Laufen aus. Dodo, Duo-Vogel, 1,4 Meter, 39,2 Kilogramm. Das ist total erstunken und erlogen, diese Maße. Ist jetzt nicht so, als wäre jedes Pokémon gleich schwer. Es gibt auch mehrere. Du musst ja alleine, ne, die Größe von Karpador, wie viele du da hast, das ist gruselig.